Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen cool Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit einem Monokular-Teleskop. Es ist ein Monokular. Es gibt also Ferngläser, die zwei Durchguckdinger haben. Und es gibt Ferngläser bzw. Teleskope, die ein Durchguckding haben. Das nennt man dann Monokular. Mono, einfach. Kular, optisches Gerät, wo wir durchschauen können und was dann zur Vergrößerung da ist. Es ist 12x50, ist ein Starscope HD Monokular, ein Fernglas zum Zoomen mit zum Beispiel dem Smartphone. Wenn ihr ein Stativ habt oder das mitgelieferte Stativ benutzt, könnt ihr dort sogar euer Smartphone dran setzen, sprich an das Monokular. Und damit könnt ihr dann Sachen massiv vergrößern. 12x50. Bug4Prisma und FMC. Für Landschaft, Camping, Reisen, Jagen, Ballspiele und zur Wald- und Faunabeobachtung. 12x50 heißt 12x Vergrößerung. 12x wird also das Bild herangezogen. 50 mm ist demzufolge dann das Objektiv für eine klare und hellere Sicht. Ideal fürs Wandern, Jagen, Klettern, Vogelbeobachten, Ballsportarten, Konzerte, Reisen und auch natürlich für die Fotografie, weil wir ja das mit unserem Smartphone kombinieren können und so ein ultra nices Vergrößerungsobjekt haben. Das Monokular ist mit dem Bug4Prisma und einem FMC Brightmount Mehrschicht-Grünfolie ausgestattet, um chromatische Aberration zu reduzieren und eine gute Lichtdurchlässigkeit und demzufolge eine gute Helligkeit zu gewährleisten. Auch wenn wir eine Brille tragen, können wir natürlich trotzdem deutlich guter, besser durchschauen. Alle Zubehörteile sind verbesserte Versionen. Das heißt, diese Firma ist schon auf dem Markt etabliert und hat schon mal andere Sachen gemacht, die sie jetzt optimiert haben. Ausgestattet ist es mit einer Smartphone-Halterung. Das wird von fast allen Smartphones auf dem Markt dann auch verwendet werden können. Und eine höhenverstellbare Stativ aus Aluminium mit drei verschiedenen Höhen für eine schnelle Ausrichtung. Das Monokularteleskop hat ein versiegeltes Design mit einer Anti-Beschlagbeschichtung und einer eingebauten Objektiv-Staubabdeckung, die das Objektiv vor Staub, Feuchtigkeit und Schmutz schützen kann. Die Oberfläche besteht aus verschleißfesten, rutschfesten Leder, was für zusätzliche Reibung sorgt. Das gut ist, deshalb auch ein guter Grip. Es ist wasserdicht, staubdicht und rutschfest. Natürlich sollten wir damit jetzt nicht Unterwasseraufnahmen machen. Ich glaube, das ist zu viel verlangt. Aber wir können damit demzufolge schön draußen rumtappern. Diese Ferngläser für Erwachsene sind sehr leicht und ergonomisch im Design. Und es kann ihnen helfen, unsere Ziele schneller und genauer mit einer Hand zu fokussieren. Es ist sehr leicht zu tragen und wirklich nice in der Anwendung. Und wirklich simpel auch. Wir gucken da durch und sehen direkt eine massive Vergrößerung. Wegen dem Bug4Prisma ist es wasserdicht, einheitlich fokussierbar und stoßfest. Wir können dadurch weiter sehen und weiter staunen. Dieses Monokular wurde speziell für jeden Outdoor-Enthusiasten entwickelt und eignet sich perfekt zum Wandern, Klettern, Jagen, Vogel beobachten, einfach so gucken, Wildtierchen gucken, Landschaften gucken und ist speziell für den Outdoor-Bereich freigegeben. Es bringt die Welt näher zu uns und liefert hochauflösende Bilder mit äußerst genauer Farbwiedergabe. Es ermöglicht uns, Ziele in fernen Welten mit naturgetreuen Details zu beobachten. Mit dem mitgelieferten Smartphone-Adapter können wir Schönheit überall um uns herum erfassen und aufzeichnen. Wir können so viel Spaß mit uns und der ganzen Familie und diesem Monokular haben. Die Höhe, Vergrößerungsstärke. Wir freuen uns über ein qualitativ hochwertiges Bild, was 12x näher ist als normal. Normal an unserem Auge. Es ist ausgerüstet mit dem Bug4Prisma und einer FMC. FMC heißt Fully Multi-Coded,
also vollständig mehrfach beschichteten Greenfilm Linse. Die Lichtdurchsichtigkeit erreicht bis zu 99% und liefert dadurch noch genug Licht zum vernünftigen Fokussieren. Sein leistungsstarkes und verstellbares Okular mit drehbaren Augenmuschel für mehr Komfort für alle, für besonders natürlich Brillenträger. Damit kann man also die Dioptrienzahl anpassen. Eine O-Ring versiegelte Linse, langlebiges Gummiarretieren mit Streifen für den rutschfesten Griff und stoßfest und staubdicht und wasserdicht und leicht. Und es ist eine Low-Light-Version. Sicht bei schwachem Licht. Kann bei schwachem Licht verwendet werden, jedoch nicht bei völliger Dunkelheit. Es ist also kein Restlichtverstärker drin, sondern nur so ein Grünfilter, der dann die Möglichkeit in der Dämmerung etc. verbessert, unsere Bildwahrnehmung im Gehirn. Verpackungstechnisch sieht es sehr schön aus. Wir haben einen schönen Bergsee mit einem schönen, schönen Panorama dahinter. Perfect for compact monocular. Auf der Rückseite sehen wir ein Vögelchen rumflattern. Das ist ein schöner Adler, ein Weißkopfadler. Und hier sehen wir nochmal die einzelnen Anwendungsgebiete, die wir haben können. Wir können auch damit Fahrrad fahren, segeln, Sport etc. Kein Problem. Ist ja für den Outdoor-Einsatz optimiert und gedacht. So, jetzt popel ich das mal hier raus. Und dann öffnen wir diese Verpackung und schauen uns an, was abgeht. Da ist es. Oh, da ist er noch mit. So. Da haben wir alles. Jo, hier haben wir jetzt erstmal eine kleine Bedienungsanleitung. Wie benutzt man? Cool. Aufdrehen, Augenkappe. Okay. Fokussieren. Okay. Linsenkappe. Okay. Oh, mit Bild. Guck mal hier. Sehr schön. So, was haben wir hier? Hier haben wir ein Loop. Das bedeutet, wir können das damit an unserem Handgelenk befestigen. Oder an unserem Rucksack. Oder an unserer Brille. Woran wir auch immer wollen. Ne? Dann haben wir den Tripod hier. Der Tripod ist aus Aluminium gefertigt, genau. Da haben sie recht. Da haben sie alle recht. Dann ist dieses Tripod mit einem standardisierten Schuh ausgestattet und mit einem Kugelgelenk, welches hier arretiert wird durch diese Schraube. Zack, zack, zack. Damit können wir es jetzt bewegen oder fest arretieren. Hier nicht so viel Kraft aufbringen, denn hier, ich habe schon mal mehrere abgerissen, ich wollte es nur sagen, aber bei mir ist es auch ein bisschen Banane, weil ich irgendwie alles zu hart anfasse. So, ausfahrbar mit drei, also stufenlos natürlich ausfahrbar, aber bis zu drei Ausfahrstufen sind dabei. So, oder halt klein. Gummifüßchen, alles gut. So, dann haben wir hier, das ist jetzt die Arretierung, sprich die Halterung für unser Smartphone. Das klemmt man hier ein. Und kann demzufolge dann loslegen. Sehr schön. Okay, verstanden. Das wird dann festgesetzt und dann hast du das da drüber. So, hier schöne Tasche. Und da ist der kleine Klopper. Boah, ist nicht schlecht, ey. Guckt euch das an, ey. Also, aber ganz schöner Klopper. Boah, der sieht aber gut aus. Nur Leder ist es nicht. Das ist eher so eine gummierte Art. Das ist eine Gummierung, was aber auch absolut okay ist. Denn ich dachte schon, Leder, ich weiß nicht. Hier oben könnte Leder sein. Oh ja. Ja. Das hier scheint Leder zu sein. Ich rieche auch mal hier dran. Obwohl, es riecht so wie Leder. Vielleicht ist es echt Leder. Cool, das wäre noch beiler. Es könnte Leder sein, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber die Haptik... Und der Geruch, ja, der könnte schön Leder sein. So, hier gucken wir so rein. Hier vorne ist die Linse untergebracht, beziehungsweise die Linsen sind halt im Inneren untergebracht. Und hier, da vorne, da seht ihr, ne? Da hinten seht ihr dann eine Verkleinerung. Von der anderen Seite sehen wir eine Vergrößerung. Dann haben wir wirklich gut verarbeitetes Material hier. Wirklich cool. Dann haben wir hier die Möglichkeit dann der Anpassung der Dioptrienzahl. Das heißt also, die Linse, die hier hinten ist, fährt dann näher ans Auge weiter weg. Und hier haben wir dann die Brennweiteneinstellung. Das heißt, hier können wir dann scharf stellen. Und wir können es hier einfach mit dem Tripod verbinden. Wirklich cool. Sehr nice. Qualitativ hochwertig in der Verarbeitung und im Grip. Und macht auch passable Vergrößerungen, ohne Frage.
Das ist das monokulare Teleskop. 12x50 Starscope HD Monokular mit Back 4 Prisma und FMC von Savaletor. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.